Der 2RT-Laser ist ein neuer revolutionärer Ansatz zur Behandlung der altersabhängigen Makuladegeneration, der sogenannten AMD. Die AMD ist die häufigste Erblindungsursache in der westlichen Welt. Es gibt zwei Formen, es gibt die trockene, es gibt die feuchte Form. Die trockene ist mit 85% bei weitem die häufigere. Bei den 65- bis 74-Jährigen sind es immerhin 20%, die an Frühformen der AMD leiden. Das heißt, in späteren Formen verlieren wir Gesichtserkennungsfähigkeit, die Bilder verzerren sich, wir können nicht mehr Fernsehen gucken, wir können nicht mehr lesen, wir erkennen Personen nicht mehr. Mit diesem Laser können wir nun zum ersten Mal mit sanften Nanolaserimpulsen das retinale Pigmentepithel so stimulieren, dass über eine Immunantwort des Körpers Ablagerungen, die aufgrund von Durchblutungsstörungen entstanden sind, abgebaut werden können. Damit können wir den Übergang in eine feuchte und damit die finale Form der AMD verhindern. Und das zum ersten Mal.